Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76, wo ich öfters jetzt mittlerweile so komische Grafikglitches habe nach dem Porten. Ah, jetzt ist weg. So, jetzt holen wir uns mal ganz fix unseren Schrott ab. So, Nummer 1. Okay, was habe ich hier noch? Also ich bin der Tod, haben wir noch. Ja, Aufseherin, Glückstreffer, sonstiges. Das könnten wir eigentlich auch nochmal aktivieren. Tägliches für die Wissenschaft. Und Ereignisse haben wir jetzt nicht. So. Das war ja beim Lesen letztes Mal so ein bisschen blöd. Jetzt porten wir uns hier nochmal schnell einmal durch. Holen uns hier auch nochmal die Epi einfach mal ab. Ich hatte jetzt vorhin nochmal schnell Säure geholt. Natürlich auch Schrott und Blei von zu Hause. Und jetzt habe ich, vergessen, den ganzen Zettel wieder wegzupacken, bis auf die Schatzkarten. Ich kann ja mal gucken, ob wir von Ashab noch die Schatzkarten haben. Die könnten wir dann jetzt eigentlich auch nochmal holen. Müssten ja dann ganz oben stehen. Nö, haben wir nicht. So. Dann wollen wir ja hier jetzt einmal durchgehen. Oh. Ah, Mensch. Kann ich auf die schießen? Jetzt. Seht ihr mich etwa nicht? Ist aber für euch schlecht. Ich aber gut. Okay, der sieht mich jetzt. Funktioniert gerade mein Raser wieder nicht. Ja, doch, jetzt wieder. So, schnell leer looten euch. Schroti. Irgendwo ist hier doch noch einer. Ah, Spüllappen, ne. Irgendwie auch nicht. Wo bist du denn? Ach, da bist du. Ja, tut mir leid. Gegen dieses Gewehr hast du leider keine Chance. So, dann wollen wir noch mal schauen hier. Vorne soll das irgendwo sein. Hier ist auch schon der Hügel. Und ich höre auch schon Supermutanten. Oh, oh, oh. Ich muss die Todeskralle anhitten. Die hilft uns ja jetzt wunderschön. Ist gerade so ein bisschen krass neblig. Komm mir nicht zu nahe. Ich habe einen Raketenwerfer. Wo ist sie denn jetzt? Und tschüss. Oh, Stimpak. Jetzt bleib doch mal hier, ich will dich looten. So, kurz nachladen. Hey, man kann sich heute mal richtig mit dem Bunkerbrecher bewegen. Ist aber nichts mehr hier. Doch, da vorne war doch noch was. Ich sehe das halt gar nicht gerade. Ah? Na, kommst du runter? Ich hab dich da oben gesehen. Kommst du zu mir?
Das Schwarzpulvergewehr ist ziemlich mächtig. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier auch gleich... Na, hier können wir uns eigentlich das Todeskrallenfleisch mal kurz zusammenbrauen. Dann ist es auch ein ganz kleines bisschen leichter. Dann hier einmal kurz alles ablegen. Beziehungsweise Stimpak in Schrott verwandeln. Da springe ich gleich vor Freude. Wunderbar. So, wir leiden an Redwormern. Na, das ist jetzt nicht so schön, aber können wir nicht ändern. Gut, dann AMS-Testgelände. Sind aber relativ häufig hier unten. Mal so Anmerkungen an mich selbst. Wir müssen mal gucken, dass wir nochmal ein bisschen mal andere Gebiete ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Weil auf jeden Fall alles gesehen haben wir noch lange nicht. Das war mir jetzt zu heikel. Ist halt immer noch schwer zu zielen. Aber ich bin schon ein bisschen besser geworden. Kann ich ja schon mal mir ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ist zwar noch nicht gut, aber es ist besser als vorher. Seit ich jetzt auch mit meinem anderen Char mit einem Unterhebel... mit einem Unterhebelgewehr. mit einem... Na? Ist da nichts drin gewesen? Oi. Mit einem Schwarzpulvergewehr und auch Chamäleon arbeite, ist das Üben halt deutlich angenehmer. Power Armor. Zack. Ah, ist immer sehr schön. So, hier müssen wir mal gucken. Was hast du? Stufe 40. Das heißt, ich nehme den Fusionskern und das so mit. Aber halt. Ich wollte eigentlich nicht einsteigen kurz. Weil ich brauche noch einen Frame. Wir haben ja in der letzten Folge eine Raider gefunden. Und wir haben ja hier noch keine Raider. Jetzt nehmen wir die Raider auch mit, auch wenn ich gesagt habe, nee, eigentlich nicht. Jetzt machen wir es trotzdem. Weil wir können jetzt die ganzen Frames auch umbenennen. So. Genau, sammeln wir den Frame auf. Den Frame behalten wir somit. Der Rest kann gehen. So, T60. Feinstellerrüstung hier und die Lederrüstung nochmal weg. Können wir uns hier auch alles krallen. Wunderbar. Dann weiter. Geht ja heute relativ zügig einmal in einem durch. Also passt das. So, jetzt muss ich sowieso noch ein paar Raketen loswerden. Danach müssten wir eigentlich auch noch mit einem automatischen Granatenwerfer ein bisschen um uns schießen. Sinnvoll, versteht sich. Das macht so viel Schaden mit zweifach. Ja, ich glaube, ich brauche demnächst danach dann schleichen. Dann ist das noch leichter. Immer schön Schaden anzurichten mit dem Ding. Okay, ich glaube, das wird... Ja. Zack. Und zack. Das wird zu Anfang nichts, wollte ich sagen, aber... Hat ja trotzdem noch geklappt. So. Was haben wir hier? Ja, nehmen wir uns jetzt alles mit. Können wir ja verkaufen noch. Stuhl sitzen? Nee. Schlosserhammer? Ja. Puppe? Eigentlich hässlich, aber okay. Nehmen wir mit. So, war es jetzt das mit den Ghoulen oder haben wir hier noch einen Ghoul? Ausgrabung, Schürf. Ach nee, wir müssen schürfen. Aber der Spind lädt gerade nicht. Irritiert ein bisschen. Und hier vorne haben wir auch schon das Löchlein.
Das funktioniert aber instant. Da heißt, wir haben jetzt ordentlich was an Schrott und hier sogar noch einen Fusionskern. Och, den nehmen wir doch mal mit. Warum denn auch nicht? So, Mistgabeln. Und der Schrott, der Schrank nicht lädt. Das irritiert mich immer. Da könnte dann sonst was drin sein, was ich haben will nachher. Und dann lädt der Schrank nicht. Das könnt ihr mir doch nicht antun. So, jetzt bin ich aber sowieso zu voll. Das heißt, wir trinken und essen natürlich noch mal ein bisschen was. Wir könnten uns auch mal von der Krankheit heilen. Na komm, esse ich noch mal einen Rathirsch, auch wenn wir den Effekt schon haben. So, Asche, ja, hier ist jetzt alles soweit durch. Wir könnten noch eine Runde White Spring gehen oder wir gehen zur Riesenteekanne. Wir gehen zur Riesenteekanne. Daily is daily. Jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt nochmal eine Runde mit euch White Spring farmen oder nicht? Eigentlich ja. Ja, wir könnten die Waffen dann auch gleich verkaufen oder die Rüstungsteile, die wir droppen. Bloß es würde dann halt ein bisschen Schaden verursachen. Mal gucken. So, jetzt gehen wir erstmal hier hinten ran und lagern den Schrott weg. Machen hier nochmal ein paar Blütkäferchens. Ah, du hast eine Kronkorken. Aber irgendwo höre ich noch einen. Ach, das ist eine Bärfliege. Hat sich ausgebärfliegt. So, wo war jetzt hier die Lagerkiste? Hier war doch nochmal eine Lagerkiste. Hier ist sie. Jetzt muss ich aber vorher nochmal Schrott zerdeppern. So, und dann könnten wir hier Kleidung, nämlich den Raider Power Helm einmal kurz rausholen. Kleidung, Power Rüstung. Transfer, Kleidung, Raider Helm. Dann mache ich mir das jetzt nochmal einfach, auch wenn das jetzt ein bisschen blöd ist. Jetzt benenne ich das Ding hier einfach nochmal schnell um. So, umbenennen. Armor. Raider. So, muss ja nur ich wissen, was es bedeutet. Das ist ja auch meine Kiste. Wunderbar. Passt doch schon mal sehr schön. Ja. Gut. Dann wollen wir hoffen, dass wir jetzt nicht zu weit für den Honig porten müssen, sondern nur den Laufweg haben. Hallöchen. Ein aufreibender Tag. Richtig. Willkommen. Oh, oh, oh. Willkommen. Ich bin entzückt, dass Sie sich unsere ureigene Riesenteekanne anschauen möchten. Eine der vielen Attraktionen. Na, wo ist die Ratte? Ich bin Ihr Team. Erwischt. So, jetzt wollen wir mal gucken. Hier haben wir Projekt Bohnenstange. Wo soll denn jetzt der Honig sein? Hier oben am Vault und hier hinten. Da ist jetzt eigentlich die Sache die, wir könnten von hier aus starten. Ich hoffe, wir kriegen genug Honig mit einmal. Ich weiß gar nicht, könnte man mit grüner Daumen eigentlich auch mehr Honig sammeln? Ich glaube nicht. Honig zählt ja nicht darunter. Zählt zwar unter pflanzlich, aber ich glaube, da wäre dann eher was anderes geeignet. Na gut. So, jetzt brauchen wir ja hier nicht die fette Flinte. Da können wir die kleine Flinte nehmen. Und dann holen wir uns jetzt hier mal ganz schnell Honig. Ah, irgendwie immer Nostalgie. Wenn ich diese Straße hier sehe, dann erinnert es mich immer an die Zeit von der Beta. Und hier hatten wir ja auch die bösen Bienenschwarm gesehen.
die man mit Explosivmuni sehr leicht wegkriegt. Irgendwo müsste doch hier was an den Bäumen hängen. War das nicht hier? Weil ohne Honig klappt das ja nicht. Aber irgendwie glaube ich, bin ich ein bisschen blind. Wir haben hier zwar Bienen gefunden, aber kein Honig. Haben sie den Honig weggemacht? Du bist aber doof. Ansonsten sehe ich jetzt hier auch keine Bienenstöcke, wo wir mal Honig sammeln können. Und durch die Bienchen, naja, wenn man da, die, ach hier, na, das Auto. Holy shit. Drei Honig. Hat schon gereicht. Oder müssen wir nochmal? Einen bräuchte ich noch. Ja, jetzt habe ich genug. Sorry Bienchen, ich bin halt kein Imker. Und sorry Ghoul. Ich bin immer noch kein Imker. Böser Bienenschwarm. Lass mich porten. Oh, ich wollte nachladen. So, dann können wir jetzt schon wieder zurück und haben diese Quest auch fertig. Ja, wir kommen immer näher ans Ziel. 3 Level noch. Das heißt, wir können jetzt uns gleich noch auf die Event stürzen. Bin sogar am Überlegen, jetzt Atomrakete zu starten. Obwohl die Bewaffnung nicht so gut ist. Ich glaube, dann würde ich mir doch ein bisschen zu viel Munition zumuten. Weil da müssten wir dann doch mit den großen und schweren Waffen rein. Hallo? 10 Honig entfernt. Donnerlittchen. Unsere Gäste tragen wirklich die faszinierendste Bekleidung zum Tee. Sehr innovativ. Hallo nochmal. Gut, dann machen wir hier gleich nochmal den Tee-Terror. Wow. Dass meine Kessel hier in der Riesenteekanne wieder gefüllt sind. Das bedeutet, dass meine Spezialmischung. Also, wenn Sie ein kleines Tässchen nur zu. Oi. Die Kessel werden aufgeheizt. Ich fürchte nur, dass die hiesigen Kreaturen den nächsten Teil nicht mögen. Wirklich ein Jammer. Sie sollten darauf achten, dass es keine Probleme gibt. Schade, ich will da immer hochspringen, aber das klappt nicht. Ja gut, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen warten. Eins ist, was ein bisschen schade ist, dass T-Terror ein bisschen buggt. Also zu früheren Zeiten war das eigentlich eine recht schwere Quest. Da hatte man aber noch nicht so gute Bewaffnung. Da waren es deutlich mehr Tiere. Mittlerweile sind es nicht mehr allzu viele Tiere, seit sie die Quest so ein bisschen bearbeitet haben. Jetzt müssen wir bloß gucken. Oh. Aber schön in den Hinterleib, dann passt das auch. Maulwurfsratte. Schön leise sein. Hier haben wir sogar nochmal Zucker. Und das muss leider aus. Auch wenn das Dampfkesselgeräusch momentan lauter ist als alles andere. Oh, wir haben ja sogar noch ein Magazin. Hinterwäldler 2. Macht er dann Hinterwäldler 2 nochmal? Ich habe keine Ahnung. Mit den ganzen Magazinen komme ich sowieso noch nicht so. Die alle auswendig zu lernen. Respekt, wer das kann. Tomahawk-Schaden. Ja, das können wir uns gleich einschmeißen. Donnerlittchen.
Kreaturen sich mittlerweile daran gewöhnt hätten. Die Kessel halten eine Wassertemperatur von 33,759 Grad Celsius. Für einen ordentlichen Tee reicht das noch lange nicht. Solche Dinge kann man nicht überstürzen. Ja, solche Dinge kann man nicht überstürzen. Da gebe ich dir recht. Na gut. Schauen wir doch mal. Ich hoffe, dass wir auch bald mal den Schalldämpfer für das Unterhebelgewehr bekommen. Das wäre halt auch nochmal ein schöner Vorteil. Da wird es auch deutlich mehr Schaden machen. Aber sowas wie ein Schalldämpfer für... Oh, was kommt denn da jetzt alles? Da kommen ja mal Gegner. Ich glaub's nicht. Ich kann endlich mal auf Gegner schießen. Ein Traum. Und Tod von oben. Oi. Achtung, Bürger. Ein Atomschlag steht bevor. Bitte verlassen Sie das Gebiet schnellstmöglich. Ja, 2 Minuten. Danke für Ihre Kooperation. T-Terror schaffen wir aber. Schaffen wir es? Es geht sogar noch aufs White Spring. Oh Mann. Jetzt bin ich am Überlegen, da haben jetzt mitzugehen, weil wir bräuchten noch hochradioaktive Flüssigkeiten und gehärtete Masse. Das Problem ist aber, ich habe jetzt gerade die X01 nicht dabei. Ich will jetzt das Event jetzt hier noch nicht abbrechen. Und wenn wir zu spät da aufschlagen, dann werden wir kaum was abkriegen. Meine Güte, ein Jammer, so viel Gewalt vonnöten ist, um das Leben zu nehmen. Was ist aus dieser Welt geworden? Die Wassertemperatur in den Kesseln beträgt nun 81,462 Grad Celsius. Nur noch ein kleines bisschen länger. Ja, ein kleines bisschen. Ich hab dich gar nicht gesehen und du haust hier bestimmt schon seit 10 Stunden drauf. Ich wundere mich hier die ganze Zeit, warum das Wasserrohr hier schon... Ah, nee, hä? Das hier hat Haltbarkeit verloren. Okay. Dann hängst du da ja noch nicht allzu lange dran. Hm, komm, mach hin. Noch eine Minute, bis es einen Bumm macht. Ich bin doch heute wieder unter Zeitdrucke. Was, eine Kröte? Tatsache. Da ist sogar mal eine Kröte gekommen. Auch ein seltenes Stück. Na? Oh, komm schon, werd fertig Tee. Ich bin ungeduldig. Ja, komm, wir hätten eigentlich auf den Ghoulrisse eigentlich ordentlich Chancen. So, warte, wir gehen gleich noch zum White Spring. Okay. Bagger. Da hinten sehe ich sie schon fliegen. So. Gas. Kleidung. X01 mit in die Tasche gepackt. Schnell geportet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge im Sturm wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.